Jö, dann gucken wir da mal. Richtige Richtung schaue ich schon. Obwohl, erstmal würde ich ganz gerne gucken, ob man hier noch irgendwas machen kann. Irgendeine Tür auf, die vorher zu war? Ne, die war die ganze Zeit schon zu. Und der Rest war auf. Na gut, alle wieder eingesackt. Ich werde auf keinen Fall Heiltränke hier liegen lassen. So, und hier rum. Fangen wir auch gleich mal mit dem Schaltersuchen an. Oh, ein blauer Kristall, sehr schön. Auch wenn ich den jetzt nicht brauche, denn wir haben volle Lebenspunkte und gerade erst gespeichert. Und jetzt kommen die Rätsel. Ja, stimmt, in den Kommentaren wurde geschrieben, ja, gleich kommen diese vier Nischenrätsel und du hast die Sachen nicht dabei. Obwohl das irgendwie 10.000 Mal erwähnt wurde. Also, Games Bane with Head of Steel. Das ist ein Pfeil. Klick. Klick ist gut. Unravel of Mysteries. Das müsste das Schwert sein. Severed Dread ist, glaube ich, ein Schneckenteil oder ein Pilzteil. Eins von beiden. Tear of the Land. Also eine Träne des Landes. Was warst du? Stein? Ja. Dafür brauchen wir unsere heiligen Steine. Ja, ein Schnecken- oder Pilzteil und ich glaube der Dismantler. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Aber vorher gucke ich hier nochmal, ob irgendwo ein Schalter ist. Obwohl ich das irgendwie nicht glaube hier im Rätselraum. Nö. Na gut. Klick. Das war es auch schon hier in dem Bereich. Na gut, dann müssen wir jetzt wieder hier rum zurück. Wieder durch den Dino-Bereich. Zu unseren Rumpelkammern. Und das ganze Zeug mitnehmen, was wir jetzt hier für die Rätsel brauchen. Und warum kommen wir nicht durch? Stimmt, die Tür war zu. Müssen vielleicht die richtigen Nischen gefüllt werden? Nö. Ärgerlich. Dann halt in Teleporter springen. Sind wir da unten und müssen noch mehr durch den Dino-Raum durchlaufen. Na gut, machen wir es einfach wie letztes Mal auch. Wenn wir einen Dino sehen, laufen wir einfach um ihn herum. Sofern das denn möglich ist. Und ich hoffe einfach mal, dass denn nicht unendlich viele spawnen. Also jedes Mal, wenn wir hier durchlaufen und einen umgehen, ist ja ein Dino mehr. Ein Dino mehr da als vorher. Lauf, 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 lauf. Und irgendwann ist hier alles voller Dinos. Genauso sieht es nämlich gerade aus. Hier sind an jeder Ecke jetzt welche davon. Dann sollte man mindestens einen töten. Sonst kommen wir auf dem Rückweg gar nicht mehr durch. Oder müssen wieder 10 Folgen damit verbringen, einfach einen Dinosaurier zu töten. Was ich ja nicht ganz so spannend finde. Und gleich kommt der Dreher. Das wird gleich mal gegessen. Aber wir haben keinen Platz. Pfeile kurz weg. Obwohl, Pfeile können jetzt permanent weg. Die haben wir jetzt ja schon in die Nische reingetan. Die Wurfechsen benutze ich eigentlich auch nie. Und das da kann eigentlich auch weg. Die sollte ich aber nicht jetzt wegschmeißen. Die sollte ich nachher, wenn wir hier die Treppe runtergefunden haben, da in eine neue Rumpelkammer reintun. Wenn ich die jetzt wieder hier hinten liegen lasse, dann müssten wir später, falls wir die doch nochmal irgendwo für irgendwas brauchen, wieder durch den Dino-Bereich. Und warum ist hier schon wieder einer? Das hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt, dass so weit draußen einer gespawnt ist. Du bist ein komischer Dino. Dann
daneben. Wir haben 50 Axt-Skill und eine recht tolle Axt und trotzdem hauen wir daneben. Das gibt's ja nicht. Nicht ablenken lassen, wir wollten zur Rumpelkammer. Darum und hier ist keine. Hier ist aber eine. Hier haben wir schon einen Dismantler, das ist gut. Den goldenen Drachen brauchen wir nicht. Was mit der Plattenrüstung? Haben wir die schon einmal komplett angezogen? Ich weiß es nicht mehr. Piece of Dread. Das Knochenamulett könnte es vielleicht auch gewesen sein. Das Geldglow brauchen wir nicht. Was war hier drin? Die ganzen Kräuter. Und Sulfurous Potion. Also eine schwefelhaltige, ein schwefelhaltiger Trank. Wofür war der? Ist das nur ein Schleimball? Wir haben hier keine Nahrung rumliegen. Ja, die nehme ich normalerweise auch gar nicht mit. Also wir müssen jetzt uns irgendwo umgucken, wo wir an das Fleisch kommen. Da ist eine Treppe hoch. Da ist auch eine Treppe hoch. Da kommen wir aber nicht ran. Dich klicken wir mal für die Lebenspunkte und für den Quick Save. Und hoffe einfach, dass hier oben noch eine Rumpelkammer ist mit noch mehr Zeug. Ah, hier ist schon mal noch ein Rüstungsteil von dem Wailer-Set. Genau, ein Stück der Furcht war der Blaubeerkuchen. Nein, ich glaube nicht. Ja, Herder-Cap, das wäre schon mal ein Pilzteil. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Pilz oder Schnecke war. Deswegen hätte ich gerne beides, bevor wir wieder runtergehen. Und wieder Dino spawn und... Also, oh. Autsch. Also was halt. Hey, wo kommst du denn her? Embracer of Fortitude. Irgendwelche Bolzen. Ja, kann ja nicht irgendwo ein Schneckenteil rumliegen. Ich schmeiß die doch immer weg. Also müssen die doch irgendwo auch liegen. Na gut. Ein Grim Cap. Schaden kann's nicht. Ich könnte mich auch einfach 5 Minuten ruhig hinstellen und versuchen drüber nachzudenken, was es denn beim letzten Mal war. Genau, aber ich laufe lieber kopflos durch die Gegend und sammle Sachen ein. Sind wir jetzt richtig? Nein, müssen wieder durch. Jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Ich gehe jetzt einfach immer höher zu unseren anderen Rumpelkammern. Weil irgendwo werden wir schon ganz viel Essen einmal gebunkert haben. Niam, niam, niam. Da durch. Und gleich müssen wir wieder in die Schatten springen. Also ins Licht springen, damit wir hier wegteleportiert werden. Und hier kamen wir gar nicht durch. Ärgerlich. Wozu markiere ich eigentlich auf der Karte die Einstürze, wenn ich doch immer wieder dahin laufe? Da geht's nicht rum und wir sollten mal Licht machen. Klick, klick. Großer Raum, da sind die Lichtdinger gewesen. Einfach rein. So. Hier waren auf jeden Fall Schnecken gewesen. Oder zumindest Schnecken essen. In der Nische von Torum. Aber damit haben wir wohl irgendwas angestellt. Irgendwo eine Ecke gepfeffert vielleicht? Nee. Eine Kettenhose. Hier ist auch nichts. Na gut, halt eine Etage höher. Ein Stein, ein Grimcap. Und lass hier Essen drin sein, bitte. Nee, aber die ganzen Bomben und das Nexschwert. Wo kommst du jetzt her?
Finde ich aber gar nicht toll. Wenigstens haben wir Platz zum Weglaufen. So, halbwegs zumindest. Oh, ich sehe überall noch goldene Türen, aber nichts Interessantes drin. Da werde ich keinen Schlüssel verschwenden. So, also den Beutel hier mit den Bomben und dem Next-Dingens lasse ich mal hier und fülle ein bisschen auf. Den wollten wir benutzen, wenn wir die Fighters-Challenge angehen. Allgemein könnten wir hier mal ein paar Heiltränke noch extra da lassen. So, und dann neue machen mit den Flaschen, die wir noch haben. Also sonst schleppen wir einfach durchgehend 5 leere Flaschen rum. Das bringt nicht so wirklich viel. Und man kann immer nur einen Beutel gleichzeitig aufhaben. So, klick, klick. Du da rein. So, wir deponieren erstmal alle auf dem Boden. Dann nehmen wir für uns so 2-3 Stück mit. Wenn wir dann noch genug Kräuter haben. Aber ich glaube, in der anderen Tasche waren auch noch Kräuter. So. Also das Ding ist leer. Das hat nur das Knochenamulett, das ist okay. Und hier haben wir noch 8 Heilkräuter, das ist doch schön. Und ich habe mir am Anfang richtig Sorgen gemacht, dass wir für die Fighters Challenge nicht genug haben. Apropos Fighters Challenge, wo ich jetzt gerade die ganzen Heiltränke hier sehe. Wir haben jetzt 50 Axt-Skill, wir haben das Lurker-Set komplett. Und wir haben komischerweise wieder den Serpent-Bracer in der Hand. Das gehört nicht so, so ist besser. Also wäre das doch jetzt eigentlich machbar, oder? Also solange wir genug Ressourcen reinpulvern. Ja, ich glaube, ich mache das mal jetzt. Also wenn wir das Ganze am Ende machen würden, dann wäre es ein bisschen zu albern. Es soll ja auch noch eine Herausforderung sein. So, die ganzen Sachen sollten aber nicht in die Kiste, die sollten eigentlich ins Inventar. Ich kann sie auch direkt von der Kiste aus trinken, oder? Ja, ich muss einfach das Inventar offen lassen, das passt schon. Also machen wir jetzt die ganze Kiste hier voll mit Heiltränken. So. Das Essen können wir irgendwo anders reinstopfen. Die Chitinmaske brauchen wir gar nicht. Ganzen Krimskrams, den wir später irgendwo anders deponieren wollen, kann auch hier rein. Damit das Inventar einigermaßen übersichtlich ist. Einen Geschwindigkeitstrank wollte ich eigentlich noch brauen. Jetzt weiß ich nur schon wieder nicht, wie der Geschwindigkeitstrank ging. Und wir haben keine Flaschen mehr. Ja, den Dismantler werden wir erstmal hier lassen müssen wegen dem Gewicht. Das Flammenschwert kommt ins Inventar, die ganzen Bomben auch. Die Kiste ist ganz schön schwer, oder? Die Schuhe bleiben auch hier. Die Sachen fürs Rätsel können auch hier bleiben. Die Schlüssel auch. Grimcap brauchen wir auch nicht. So, also ich könnte jetzt einen von den Heiltränken austrinken, um dann Platz für einen Geschwindigkeitstrank zu haben. Ich glaube, das sollten wir auch. Aber was ist das eigentlich hier für eine Sulfurous Potion gewesen? Ich trinke die einfach mal. Was hat das jetzt gemacht? Ah, Attack Power plus 10, Ausweichen minus 10. Nö, hätte ich eh nicht benutzt. Gut, das kann in Ruhe austicken. Wir haben eine neue Flasche. Oh, und wir haben bald ein Level Up. Wir haben noch 3 Punkte. Die könnte ich... Ja, woran könnte ich die setzen? Da habe ich letztes Mal schon dran geknabbert, ob ich die jetzt in Armor stecken soll, um später 10 mehr Lebenspunkte zu haben. Oder vielleicht Willenskraft um 1 zu erhöhen. Denn je mehr Willenskraft man hat... Willenskraft ist die Kraft der Gedanken und die Fähigkeit, die Arkankräfte zu manipulieren. Es beeinflusst auch die Menge an Energiepunkte, die man hat. Das heißt, wenn wir da einen Punkt reinsetzen würden, hätten wir auch wieder mehr Energie. Das können wir doch gleich mal 1:1 umsetzen. Wir haben jetzt 97 Energie. Ich packe jetzt 2 Punkte hier rein. Und wir haben 97 Energie. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ah, oder das zählt nur beim Level Up.
heißt, man hätte es eigentlich ganz früh steigern müssen. Das war jetzt irgendwie verschwendet. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal 4 Punkte reinsetzen, damit ich auf die Stufe 12 komme, um dann Energie 10 Punkte mehr zu haben. Ja. Wir kriegen pro Level ab 4, richtig? Okay, das heißt, ich muss jetzt noch nächstes Mal 3 Punkte in Spellcraft setzen. Und wenn wir dann noch ein Level Up haben, setze ich 4 Punkte in Armor, um da die 10 Lebenspunkte zu bekommen. Und weiter werden wir wahrscheinlich auch nicht kommen. So, wir sind immer noch überladen. Das ganze Ding kann hier bleiben. Da ist nur Krimskrams drin. Und jetzt muss ich rumexperimentieren, wie der Geschwindigkeitstrank ging. Packen wir einfach erstmal alles hier raus. Zup, zup, zup. Ich nehme an, es war ein Heilkraut dabei. Und die Nesseln können zusammen. Nessel war es nicht. Bluttropfen? Bluttropfen war es nicht. Das war es auch nicht. Ein Antidot. Nein, ich will kein Antidot. Also war es doch kein Heilkraut. Da. Bluttropfen war Mana. Bluttropfen und Nessel. Nein. Bluttropfen und Darmmischung war es. Sehr schön. Du kommst jetzt dahin. Das heißt, wir haben jetzt unseren Geschwindigkeitstrank. Wir haben jede Menge Heiltränke. Wir haben ganz viele Bomben. Wir haben das Feuerschwert, das wir klicken können. Wir haben das Next-Schwert, das wir brauchen, um überhaupt erst reinzukommen. Die Beutel können mal hier bleiben. Den Fire Talk werden wir nicht brauchen. Haben wir das richtige Equipment an? Wir haben einen Cloak, der 5 mehr Ausweichen gibt, was schon mal sehr gut ist. Und eine höhere Energieregenerationsrate. Wir haben das Lurker-Set, wir haben das Erfahrungspunkte-Amulett. Das macht nicht ganz so viel Sinn. Aber es macht mehr Sinn als Feuerresistenz. Ein wirklich aggressives Amulett haben wir nicht, oder? Also irgendwas, was Rüstung gibt oder Ausweichen oder sowas. Jedenfalls nicht hier oben. Das war für den Kopf. Das macht Protection 2. Aber das ist auch für da unten. Nee, dann müssen wir wohl die Erfahrungspunkte mitnehmen. So, du kannst immer noch hier bleiben. Und jetzt sind wir, glaube ich, soweit vorbereitet. Niam, niam, niam. Wo war das überhaupt? Das war, glaube ich, da hinten. Da joggen wir noch ganz kurz hin. Und nächste Folge versuchen wir das Ganze einfach mal. Erstmal ohne einen großartigen Plan. Einfach so, um zu gucken, wie stark wir inzwischen geworden sind. Und wenn wir denn elendig gestorben sind. Essen, aber das falsche Essen. Und wir sind sofort überladen. Nee, nee. Also wenn wir denn elendig gestorben sind, dann können wir das Ganze nochmal machen mit einem ordentlichen Plan. Also was wir wann werfen und so weiter. Und hier haben wir unser Schneckenstück. Und sind prompt überladen. Okay, auf dem Rückweg dran denken. So, das stelle ich hier mal ganz demonstrativ hin. Ich laufe schon wieder falsch. So. Noch einmal Licht machen. Abspeichern und dann gleich töten. Und alle Gameslots sind voll. Ja, das kennen wir doch schon. Ja, löschen, 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 löschen. Nein, nicht überspeichern. Löschen, löschen, löschen. So, wieder für ein paar Folgen Platz. Wir sind bei LP044, richtig? Ich glaube schon. Also dann, bis gleich.